Dankeschön. 8 Stück. Hm? Aber das haben jetzt nicht die 8. Gibt es 8 Völker? Also, grüne Goblins, graue Goblins, Menschen, Zwerge. Wir haben noch was von so einem Ritterclan gehört, das wären 5. Was von Ex-Menschen gehört, das wären 6. Also wenn es wirklich 8 sind, 8 Rassen, dann wird jeder Anführer einer Rasse ein so ein Ding haben. Hm. Abgeschlossen, da sollen wir wohl nicht rein. Abgeschlossen, und da steht... Ausrüstungsraum. Zur freien Verfügung? Warum bist du denn abgeschlossen? Hm. Passt nicht. Oh, warte mal, das Ding könnten wir nicht so benutzen. Kannst du nicht benutzen. Das sollte doch eigentlich der Wiederbelebungsrahmen sein. Oder irgendwie... Na gut, mitnehmen. Ich wollte eh eigentlich die Schlüssel benutzen. So, benutzen. Benutzen. Passt nicht. Oh, aufgeschlossen. So, eine Urne, einen Schlafsack. Und Fässer. Ist da irgendwas drin? Wahrscheinlich nur Alkohol. Oh, da ist eine Menge drin. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher mit dem Partake Freely. Ob das wirklich heißt zur freien Verfügung. Aber wir sammeln es für eine höhere Sache. Nämlich für uns. Und es ist zu schwer, um aufgenommen zu werden. Okay. Du... Wie viele? Es sind mehrere. Okay. Njam, 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 njam. Zu voll. Okay. Ich hätte aber echt gern die Axt. Serviceable Dagger. Serviceable Dagger. Du weg. Axt. Her. Worn Axe. Ja, das ist wahrscheinlich doch zur freien Verfügung. Wenn er schon so niedrige Qualität hat, das Zeug. Ist leer. Ist leer. Ist leer. Also ganz viel Essen, eine Fackel und das war's. Ja. Könnten versuchen, das Essen zu verkaufen. Was wäre doch ein wenig dreist, wenn wir zu den Zwergen gehen, deren Vorratskammer plündern und an sie selber zurückverkaufen. Karte. So, da ist Zwerg. Nicht Jürgen König. Zwergen. König. Hier ist noch Wasser, da ist ein abgeschlossener Raum gewesen und das war's. Und sie haben von hier aus eine gute Verbindung zu den Minen, was ja auch Sinn macht. Aber gut, wir laufen zurück zur Rumpelkammer. Das könnten wir natürlich auch anders, also wir hätten schräg durch das Zwergengebiet laufen können, aber ja, da verlaufe ich mich zu sehr. Also hier rum, südlich und bis ans Ende. Und dann lassen wir das ich weiß nicht. Dann lassen wir den Dolch und die Axt hier. Dolch. Axt. 4 Gewicht haben wir noch über. Und die Schuhe brauchen wir auch nicht. Ja, sehr gut. 5 Gewicht ist echt nicht viel. 5 Lampenöl. Dich lassen wir auch da. Ich probiere jetzt mal ein paar Sachen abzu... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich versuche jetzt mal ein paar Sachen abzuwerfen in der Hoffnung, dass wenn man genug Sachen abwirft, die anscheinend nichts wiegen, dass man doch mehr Gewicht frei hat. Also die Dinger, die, wo ich sagte bisher, dass sie nichts wiegen, die wiegen doch was, man sieht es nur nicht angezeigt. Das ist irgendein Komma-Wert, den man nicht sehen kann. Was haben wir hier? Eine Flasche Ale. Falls wir mal irgendwo eine brauchen, hier werden wir sie finden. Pilze. 5 Stück. Bleiben hier. Kräuter.
Bleiben hier. Blutegel. Bleiben hier. Oh, richtig schön viel Gewicht frei. Sehr gut. Spinnenseite wird wahrscheinlich nichts wiegen, oder? Oh, rückwärts. Nö. Was warst du? Eine komische Sphäre. Tiara? Tiara wiegt ein Pfund. Oder Kilo, je nachdem, was es ist. Schlüssel bleiben hier. Ein Rubin wird auch nicht so viel wiegen. Aber kann hier bleiben. Dieses komische Kartending kann hier bleiben. Pflanze kann hier bleiben. Trank kann hier bleiben. Anderer Trank kann hier bleiben. So. 10 Gewicht über. Das ist doch gleich eine viel bessere Ausgangslage, um erforschen zu gehen. Hm? So, hier ist die Mine. Eingang zu der Mine. Ding. Und hier drin ist jetzt irgendwo ein fliegendes Ding mit Tentakeln. Oh, ein Schild. Bist du ein besseres Schild als unseres? Serviceable. Worn. So. Dolch raus. Blut ist schon mal nicht gut. Sieht ein bisschen aus wie in der Spinnenhöhle. Morgenstern. Ja, zerstört. Oh. Hallo, Zwerg. Was machst du hier unten? Ha, du siehst aber nicht aus wie ein Miner. Wer bist du? Ich bin Gerugon, ein Abenteurer. Nun, dann zum Gruße, Gerugon. Ich bin Hughstone. Was machst du hier unten? Ich suche nach einem Monster, das ich zerstören möchte. Das Monster der Mine? Das wäre eine gute Tat, wenn du es zerstören würdest. Aber ich denke nicht, dass es getan werden kann. Es ist ein garstiges Biest. Habe es einmal aus dem Augenwinkel gesehen. Und ich will es nicht wiedersehen. Es lauert in den nördlichen Teilen dieser Mine. Sei vorsichtig, wenn du wirklich vorhast, es zu töten. Wir haben einen Einsturz bewerkstelligt, um es zu blockieren von den anderen Teilen der Mine. Also musst du deinen Weg hindurch schaffen. Wahrscheinlich mit dem Stonehammer. Gibt es irgendetwas, mit dem ich dir helfen kann? Ich würde gerne tauschen. Du hast genau das gleiche wie all deine Freunde auch. Nee, danke. Nochmal kurz nachhaken. Wir könnten fragen, wie das Leben als Miner so ist. Und wir könnten nach Schätzen fragen. Ja, da kommst du zu dem richtigen Ort. Es gibt keinen größeren Schatz als Gold. Und Gold gibt es reichhaltig in dieser Mine. In den nördlichen Teilen der Mine besonders. Es ist eine wunderbare Ansicht. Jedoch sei vorsichtig wegen dem Monster. Und das Leben als Miner? Es ist ein schwieriger Job. Es braucht eine Menge Stärke. Ja. Es muss doch ein paar gute Sachen geben als Miner. Nun, es ist knochenbrechende Arbeit. Aber die... Der Erfolg ist riesig. Gold, ja klar. Und halt das Gefühl, das Gold zu finden, wenn man es plötzlich entdeckt. Geh in die nördliche Mine und sieh dir die Schönheit des Goldes an und du wirst verstehen, warum man Miner sein kann. Aber pass auf das Monster auf, okay. Gibt es noch etwas? Nein, das war's, danke. Also es scheint so, als könnten wir uns in der Mine erstmal umsehen, solange wir den nördlichen Teil meiden. Und selbst da müssten wir erst durchbrechen, um zu diesem Auge zu kommen. Was haben wir hier? Ja, genau die Sachen, die wir zum Durchbrechen brauchen. Und ganz viel Lampenöl. Wir sind bei 7. Gucken wir mal, wie viel das wiegt. 0,5 anscheinend. Ein Lampenöl. Und wir brauchen es eigentlich wirklich, wenn wir den Zauber ändern würden. Was haben wir hier? Eine Angel. Das will ich mal ausprobieren, ob wir wirklich angeln können. Leer, leer, leer.
Können wir damit die Wand wirklich bearbeiten? Nee, anscheinend nicht. Kann man nicht benutzen. Vielleicht als Waffe? Nee, da kommt wieder die Hand. Au. Au. Und liegt nirgendwo Gold auf dem Boden. Nee, schade. Wäre wahrscheinlich auch eine zu langwierige Arbeit, das da rauszuhämmern. So, Augenschlucht. Und das ist nicht der nördliche Bereich. Sind das Kreuz, die man mitnehmen kann? Nein. Was ist denn da hinten? Noch eine zerstörte Keule. Hey, irgendwelcher Schrott. Kräuter. Ist der Schrott? Hier geht's runter. Grünes Blut oder Schleim. Na, warte mal, jetzt müssen wir kurz gucken, ob man wirklich angeln kann. Hier kannst du nicht fischen. Vielleicht anderen Orten. Aber anscheinend kann man fischen. Das ist doch schon mal schick. Gucken wir jetzt erstmal, wo der Weg hier uns lang führt. Aber wahrscheinlich ist es nur dafür da, dass, falls man von der Brücke fällt, dass man wieder runterkommt. Irgendwo über uns wird jetzt die Brücke sein. Sagt unsere Karte. Ach, da war die Brücke. Da ist eine Abzweigung nach. Gehen wir gerade zurück? Ja, gehen wir. Nordosten. Nee, Osten oder Norden müsste was sein. Genau, entweder. Wir hängen fest. So. Entweder nach Osten oder nach Norden. Gucken wir nach Norden. Also ich denke nicht, dass wir jetzt direkt zu dem Einsturz kommen. Oh. Tentakelding. Lass uns durch. Und ein Weg nach oben. Sehr schön. So. Hier müsste es auch nicht rankommen können. Wir können wohl gucken, was hier eine Truhe drin ist. Nichts. Sehr schön. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Nein. Ja gut, dann nutzen wir die Gelegenheit, um hier zu speichern und wir sehen uns gleich wieder.